Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Und ja, ich bin hier aber Schöpfers Ende. Also ich muss erstmal einmal kurz gucken, wie wir jetzt da rangehen, weil hier wird alles voller Eklipse sein. Das müssen wir mal sehen. Begib dich zu den Ruinen. Ja, da müssen wir mal gucken. Also wir werden auf massig Gegner treffen. Ich hatte gerade eben schon den Spielstand geladen, musste aber nochmal oder wollte nochmal neu starten. Denn das Problem ist ganz einfach, dass hier eine ganze Menge Gegner rumrennen. Echt jetzt? Machen gibt's doch nicht. So, da sieht man da schon eine ganze Menge Eklipse. Und witzigerweise ist jetzt hier kein Wächter, oder? Doch, da ist ein Wächter. Oh, lalalala. Ich habe vor dem Wächter keine Angst, aber ich hatte eben das Problem, darauf wollte ich eigentlich zu sprechen kommen. Ich werde mich mal hier verstecken. Ich hatte eben das Problem, als ich geladen hatte, kam der Wächter, ich habe ihn angegriffen. Und das haben sie wohl alle mitbekommen und dann sind die ganzen Gegner hier hochmarschiert gekommen. Kann man zwar machen, aber fand ich doch ein bisschen doof. So, ich werde ihn mal anfunken, dass wir den vielleicht mal mit einem stillen Kill, mit einem schnellen Schlag einmal niederstrecken können. Dann machen wir das nämlich dann genau so. Wächterlinse, ja gut, Sachen, die die Welt nicht braucht, also die wir nicht mehr brauchen. So, deswegen war ich am Anfang auch ein bisschen stiller. Ich wollte erstmal gucken, ob der Wächter da wieder rumlatscht. So, wollen wir mal gucken. Also ihr seht schon, wir haben eine ganze Menge Eklipse da. 1, 2, 3, 4. Das sind 7. Und ich würde sagen, dass wir uns die nach und nacheinander gönnen. Eklipse, wie er gesagt hat. Ja, wir müssen natürlich gucken, wie und wo wir die ausknipsen. So, dass wir einen Teil wenigstens so ausknipsen. Wenn wir den direkt in den Kopf schießen, dann sollten wir keine Probleme kriegen. Reichtümer gibt es hier schon längst keine mehr. Nur noch die Alten, vergraben in der Erde. Ja. Da kommt einer. Ich will mich erstmal in Ruhe umgucken, weil ich das Areal logischerweise nicht kenne. So, jetzt ist natürlich die Frage, knipsen wir die jetzt so aus? Wir versuchen es einfach mal, weil die brauchen sowieso eine Weile, bevor sie es raffen. So. Ja, die anderen sind jetzt schon alarmiert, scheiße. Immer noch auf der Suche nach mir. Ja, wieder. Vielleicht müssen wir da hinauf und sie schnappen. Ja, garantiert. Scheiße. Der Schatten gibt uns Kraft. Gut, nehmen wir erstmal die anderen Pfeile wieder. Einer ist weg. Weg. Der Boden wieder friert. Nicht getroffen. So. Ihn hatte ich aber gekillt, ne? Okay, sieht gut aus. Hier momentan keine Gegner. Das ist gut, dann können wir erstmal plündern. Und das werden garantiert nicht die einzigen Eklipse gewesen sein. Die werden wir garantiert noch zuhauf finden. Ich bin mal gespannt, was für Infos wir kriegen. Wir sollen ja hier Infos kriegen über unsere Mutter, über unsere theoretische Mutter. Vielleicht ist es ja gar nicht unsere Mutter. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Und ich hatte ja versprochen, ich will auf jeden Fall bei der Story weitermachen.
Ich hatte jetzt gestern, das kann ich ja eigentlich, ist ja kein Geheimnis, ich gucke ja gerne Kronk. Diese Grabungsstellen, sie sind riesig. Ja, allerdings, naja gut, sind ja auch teilweise große Maschinen. Was ich sagen wollte, Kronk geguckt und dann, ich gucke auch ein bisschen Horizon bei ihm, ne? Muss mal ein bisschen gucken. Ich spoilere mich allerdings nicht bei ihm, also ich gucke eigentlich immer so die älteren Folgen. Und da sagt er auch, er will das eigentlich so machen in Zukunft, dass, oder was heißt in Zukunft, es war eine Idee von ihm, es war ein Ansatz von ihm, ob er bei solchen Spielen hier nicht erst den Story-Mode durchspielt und dann im Nachhinein erst die ganzen Nebenquests. Starker Schneefall. Hat Vor- und Nachteile. Ich mach mal so. Oh, ich höre da schon ein bisschen grollen. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich der, wenn du erstmal alle Story-Teile spielst, dann hast du natürlich den Vorteil, dass du eine zusammenhängende Story hast. Ne? Das ist, und du bist als erstes durch, weil es gibt dann auch viele YouTuber, die spielen tatsächlich überhaupt nur, zumindest öffentlich bei YouTube, eben nur die Story und Nebenquests, die spielen sie vielleicht dann privat mal weiter. Da ist einer. Ach du Scheiße. Ich muss jetzt mal einmal umgucken. All diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Ja, das ist eine gute Frage, was die hier gemacht haben. Haben wir hier hohes Gras? Nee, ne? Sieht nicht danach aus. Einer ist schon alarmiert da hinten. Hier ist Hamburg hohes Gras. Ich weiß nicht genau, was das war. Nee, und das ist, da stellt sich natürlich dann immer die Frage, welchen Weg geht man am besten? Also so wie ich das Spiel jetzt hier gespielt habe, so würde ich das auch im realen Leben spielen. Ich spiele immer so ein bisschen hier, ein bisschen da, ne, ein bisschen Nebenquests. Ich meine, das ist ja auch realistisch vom Spielprinzip her. Es ist ja nicht so gedacht. Vor allem, es hat ja auch den Nachteil, wenn du die Story komplett durchspielst als allererstes, ist es ja auch so. Willst du dich weiter verstecken wie ein Feigling oder rauskommen und kämpfen? Ist es ja auch so, dass du noch nicht gar nicht so stark bist. Wir sind ja durch die ganzen Nebenmissionen, die wir gemacht haben, sind wir jetzt erst so stark, wie wir jetzt sind. Ne? Und ich weiß nicht, ob du diese Stärke auch erreichst, wenn du grundsätzlich nur Story spielst. Und für mich gehört das halt einfach so dazu. Ich sehe nach. Ja, da ist noch einer. Ich kann dich hören, glaube ich. Ja, du sollst mich ja auch hören. Oh, Spacken. So, dann haben wir den. Wer ist hier unten noch? Ach du Scheiße, das ist ja nur so ein Riesenvieh. Jetzt wird's ja witzig. Wir sollten vielleicht erstmal die kleineren Viecher erstmal ausknipsen. Dann haben wir wenigstens ein paar Gegner weniger. Immer schön leise. Ja, immer schön leise. Das haben wir uns sehr gut dran gehalten. Ein Verderber. Das könnte schwierig werden. So, das hat aber hier ganz gut funktioniert mit den Haftbomben. Das war aber nix. Oh, der hat mich nur getroffen. Hey, wie trifft er mich denn noch hier? Vielleicht. So, siehst mal, dann haben wir den nämlich auch schon. Sie sehen dich nicht.
So, das lief doch recht gut. Muss ich hier vorne noch die Nasenbären ausknipsen. Der hat auch gesessen. Feind gesichtet! Du siehst, sichtest gar nichts. Oh. Verteilen! So leicht aus einem Kater fallen lassen. So, Kopfschuss. Zack. Das sieht doch schon mal gut aus. So, ich muss, glaube ich, das Mikrofon mal schon annehmen. So. Wir sammeln hier schon mal ein. Das ist, glaube ich, nur noch ein Gegner, wenn ich das richtig sehe. Da hinten läuft er. Mit Ihnen an unserer Seite wird Meridian wieder uns gehören. So. Ein paar Heilungstränke sind gar nicht verkehrt. Ah, die krieg ich so nicht zu fassen. Auf die Entfernung kann ich dann auch gleich die normalen gehärteten Pfeile nehmen. Warte, bist du? Achso, okay. So, ist hier noch irgendwas? Da sind noch ein paar Ratten. Hier ausgegraben. Ach, du Mistvieh. So, mal gucken, weil wir brauchen nämlich noch irgendwas an Getier. Ich glaube, Ratten brauchte ich noch. Rattenknochen. Rattenknochen. Winziges Stück Fleisch brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich guck mal ganz kurz. So, da haben wir alle voll. Das geht nicht. Köcher. Kriegsbogenköcher. Naja, gut. Muss man nicht unbedingt. Nö. Rassler. Achso, okay. Die grau sind, die können wir gar nicht ausbauen, weil wir das Material nicht dafür haben. Die weiß sind, die können wir ausbauen. Okay, verstehe. Was brauchte ich denn noch? Was wollte ich denn haben? Zersprenger-Munitionsbeutel, Sprengschleuder. Die wollte ich eigentlich haben, ne? Was brauche ich dafür denn noch? Eine Kaninchenhaut brauche ich noch. Und einen Rattenknochen, okay. Das wäre mal nicht so verkehrt. So, da haben wir eigentlich alles. Irgendwo noch irgendwelche Kisten. Da oben nicht noch irgendwas. Was hier an Ratten rumläuft. Okay, das bringt nichts. Hier war noch irgendwas zum Einsammeln. Da unten ist noch eine Kiste. Weil da ist immer ganz gut was drin. Das sollten wir also auf alle Fälle immer mitnehmen. Zumindest Lohe und sowas. Das sind ja solche Sachen, die wir sowieso mal massiv brauchen. In der Zwischenzeit werde ich hier nochmal meine Vorräte aufbauen. Lohe. Lohe geht nämlich auch schon wieder dem Ende entgegen. Ich weiß natürlich nicht, was uns noch erwartet. Ne? Also wenn uns hier noch ein Großkampf erwartet, dann... Ja, kann das schwierig werden. Und wir haben hier in der Nähe auch nicht so viele... Irgend noch was? Hier auch noch Ratten... Auch nix weiter. Na komm, lass die Ratte mal in Ruhe. So, weiter geht's. Vorratskiste. So, aber um das Thema mal abzuschließen, also ich finde das eigentlich so, wie man es hier so spielt, eigentlich realistischer, ne? Jetzt einfach nur die Story durchzupeitschen, nur damit man auf YouTube dann wirklich die Story so schnell wie möglich gezeigt hat, das finde ich ein bisschen affig. Das kommt dem Spiel auch... Oh oh. Das kommt dem Spiel auch wirklich nicht gerecht, weil das Spiel ist wirklich sehr, sehr gut. Und so soll das Spiel ja auch gespielt werden. Also finde ich zumindest, das ist meine Einstellung. Also ich würde das, hätte da nichts anders gemacht. Auch wenn das vielleicht manchmal... Eine Explosion. Alter, was erwartet uns da? Wobei man natürlich auch sagen muss... Es ist sicherlich manchmal ein bisschen nervig, wenn man eigentlich so in der Story weitermachen möchte. Und da ist mal so 10 Nebenquests, die man machen muss. Na, muss man ja nicht, aber ne, ich finde das eigentlich besser so. So, siehst du, wir haben ein altes Gefäß gefunden. Haben wir hier oben eigentlich noch was? An Sammelsachen? Nee, ne? Da haben wir auch schon alles weg. Hier haben wir ein Panorama. Das können wir eigentlich mal auf dem Rückweg holen, das Panorama. Dann holen wir uns nämlich das Panorama. Und dann können wir uns eigentlich dann hier schon wieder auf dem Rückweg machen. Dann haben wir hier wieder das alte Gefäß.
Dann machen wir als nächstes das Banditenlager. Ich wollte dann auch noch relativ zügig denn den Langhals noch holen. So, wir müssen nicht vorsichtig sein. Noch eine Explosion. Ja, das ist richtig. Mein Controller vibriert auch wie Sau. Todbringer. So, an dieser Stelle beende ich das Let's Play. ja. Todbringer. Ja. Todbringer. Todbringer. Geschützt drin! Erledige die Kultisten und den Todbringer. Das muss einer der Todbringer sein, die Olin erwähnt hatte. Passender Name. Mein Fokus. Er geht nicht mehr. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an mir. Nein! Da kommt Rauch raus. Da kommt Rauch raus, das ist nicht mein einziges Problem gerade. Das war kein guter Einsch... Och du Scheiße! So, vielleicht die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist tatsächlich uns hier... Ach du Scheiße. Entdeckung! Wir müssen erstmal die umliegenden Gegner hier erstmal... Die umliegenden Gegner erstmal platt machen. Dann haben wir vielleicht eine Chance. Wir müssen die erstmal weglurchen. Alter, was ist das für ein... So, was... Aua! Oh, der macht aber Schaden. So, warte mal. Ich muss erstmal sehen, dass ich die umliegenden Gegner hier noch wegkau. So, Menschenkill. So. Alter, Finne. So, warte mal. Machen wir erst den noch weg. Das wackelt hier ein bisschen. Den haben wir auch weg. So. Ach du Scheiße. Eclipse-Offizier. Ach guck mal, der ist ja schon ordentlich beschädigt. Ich disarmiere jetzt. Ne, ich habe ihn ja nichts. Hab ja nichts gemacht. Sprengbombe, Haftklebebombe. So, viel Spaß mit meinen kleinen Bomben. Warte mal, wir machen das mal so. Ein paar Zersprengerpfeile. Also wirklich was wegsprengen kann ich leider nicht. Ja. Der Bauteil entfernt steht, aber. Also der Brüller ist das Ding jetzt nicht, muss ich sagen. Ich meine, ich will damit nur sagen, er macht jetzt nicht viel. So, jetzt macht er erstmal gleich die Luken wieder auf. So zum Beispiel. Schön in die Schnauze.
Also, der Brüller war das jetzt nicht. Ich meine, es war jetzt kein Luschengegner, das will ich damit nicht sagen, aber... Ja. Aber das war jetzt auch jetzt nicht der Oberbrüller-Gegner, zumal er sich ja nicht bewegt hat. Das kam uns, glaube ich, sehr entgegen. So, Kopfschuss. Und das war's. Geschafft. Die Dinger haben es in sich. Okay. Ja. Dieser Eclipse-Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Ja. Also wie so ein Kanonalsverein war das nicht, aber... Mal sehen, was du zu sagen hast. Oh, geil. Was? Was ist das? Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Okay. Brennkugel. Was zur Hölle war das? Hades? Hey! Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Oh, kann ich alles mitnehmen? Merkwürdiger. Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Spule, ach, das würde ich aber schon ganz gerne mitnehmen. So, warte mal, wir gucken noch mal ganz gerne hier in die Modifikation. Ach, guck mal, den grünen kann ich zum Beispiel wegschmeißen. Was wäre echt schade, wenn ich hier diese eine Mod nicht mitnehmen kann. So. Gut, Todbringer. Wie gesagt, kein Karnevalsverein, also es war schon ein bisschen, aber ich sag mal, man kann das doch recht locker, ne? Ich meine, die ganzen umliegenden Gegner und dann ihn hier mit ein paar Bomben zersägen, das ging doch schon ganz gut. Also das fand ich jetzt nicht so dramatisch. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ja, komm, die blauen, die lassen wir mal da, die lassen wir mal blaue Mods sein. Ich will eigentlich hier um... Also ich will eigentlich meine Kiste holen. Mir geht's ja eigentlich ums Material. Mir geht's um Material, da ist ja meistens Holz und so ein Spannkram drin und... So eine Rohstoffkiste, das ist schon mal nicht verkehrt. So, was haben wir noch? Wir haben Ratten. Sehr gut. Ratten, wo sollen wir jetzt hin? Wir sollen da rein. Und wir müssen... Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Sieht eng aus, aber ich kann nicht durchquetschen. Zwänglich durch die Lücke. Da müssten wir jetzt gleich auch an einem Punkt sein, wo wir eine Energiezelle bekommen könnten. Identity-Scan wird durchgeführt. So, ach, guck mal, da ist sie wieder. Diesmal kein Fehler. Das Tor öffnet sich. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte, treten Sie ein. Guten Tag, Dr. Sobek. Das System hält uns tatsächlich für diese Wissenschaftlerin anscheinend. Oh, zu krass. Und Spiel zu Ende. Nein! Faro Automated Solutions. Okay, das klingt mir... Suche nach Informationen über Elizabeth Sobek. Das scheint mir... Ja, eine Forschung... Dr. Sobek, Sie kommen 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Faro. Bitte in den 34. Stock. Wie bitte? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Was ist hier los? Um nicht zu sagen, tausende von Jahren. Alter Finne. Erstmal alles scannen. Erstmal gucken. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen. Ich möchte hier nichts übersehen. Mal abgesehen davon müssen wir sowieso Informationen sammeln. Zur Kante fallen lassen. Achso, hier können wir runter. Okay. Krass.
da irgendwas? Oh, wie krass das aussieht hier alles. Aber es ist alles an. Das hatte mich auch schon bei den anderen Ruinen schon gewundert, warum das alles an ist. Warum ist das alles an? Weil ich meine, gerade solche Sachen, entweder hat das jemand aktiviert oder... Guck mal, hier ist ein Lock. Die Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen, Quantenverschlüsselung, Black Quartz, sicherer als beim Militär. Das wollten sie haben, also haben wir das auch geliefert. Wer es programmiert hat, der kann es auch hacken. Wir brauchen nur eine Backdoor. Laden Sie das neueste Service Pack hoch und das Problem ist gelöst. Sie haben uns ausdrücklich untersagt, irgendwelche Backdoors im Code zu lassen. Jedes Protokoll auf Black Quartz Standard. Ihre Worte. Gut. Wenn ich Prognosen schönen soll, ist das keine große Sache. Ich brauche keine frisierten Prognosen. Ich brauche einen Weg, die Kontrolle über den Harz-Timor-Schwarm zurückzubekommen. Was soll ich dazu sagen, Ted? Sie wollen das Unmögliche. Codes. Sie brauchten also irgendwelche Codes, um die Maschinen zu kontrollieren. Aber sie verloren die Kontrolle. Klingt übel. Das ist wahrscheinlich auch übel. Aber dass hier, wie gesagt, dass hier alles läuft. Also entweder hat jemand die Maschinen eingeschaltet, wie ich schon sagte, oder... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das über Jahrtausende hier alles funktioniert hat. Also das wäre doch schon ein bisschen krass. So. Verzeiht mir, dass ich hier so langsam durchgehe, aber ich, wie gesagt, ich möchte hier möglichst nichts verpassen. Da sollen wir eigentlich lang, aber wir gehen mal hier längs. Machen wir jetzt eine Kiste. Mit ein bisschen Material. Das finde ich schon mal sehr gut. Wie krass muss das sein? Ich meine, das ist ja genauso, wenn wir heutzutage... jetzt irgendwo irgendwelche Artefakte oder irgendwelche alten Bauten oder sowas ausgraben. Das muss eigentlich genauso krass sein, wenn du so etwas siehst, was schon zigtausende Jahre alt ist und du eigentlich gar nicht weißt, was die da gemacht haben. Ich glaube, das muss schon sehr, sehr beeindruckend sein. Und vor allem ein sowas hier gerade. Oder zumindest eine Statue davon. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Ja. Und sie haben sie verehrt? Willkommen bei Pharaoh Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Mit mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Pharaoh globaler Marktführer in jedem Bereich der autarken, vollautomatisierten Technologie. Von revolutionären Verbrauchsgütern für jedermann, wie dem Pharaoh Focus, bis zu den Chariot-Robotern zur Friedenssicherung, die in Konfliktgebieten weltweit für Ruhe sorgen. Genau. Pharaoh setzt alles daran, dass die Zukunft sicherer wird, heller, besser und immer überraschend. Pharaoh Automated Solutions. Für jedes Problem im Leben die passende Lösung. Sie haben also den Focus gebaut? Ja. 25.000 Menschen? Das ist größer als ein Stamm. Das ist richtig. Sie haben also Maschinen hergestellt und Geräte. Sowas war in ihrer Welt wohl normal. Das ist wohl richtig, ja. Was haben wir da? Audiolog? Nein, ein Datenpunkt. Gut, lesen wir mal vor. Empfangsprotokoll. 9.54 Uhr Ankunft von Feldkommandant Dying des indo-malaysischen Agrarkonzerns und seiner Delegation. Erfrischungen werden vor der Verkaufspräsentation der Chariot-Modelle um 10.15 Uhr gereicht. Gemäß Anweisung ausschließlich vegetarisches Essen. Um 10.07 Uhr Ankunft von Sander Agnew,
Vizepräsident für territoriale Integrität von Fresh Grounds Coffee Global und seinem Gefolge. Erfrischungen werden vor der Verkaufspräsentation der Chariot-Modelle um 10.30 Uhr gereicht. Gemäß Anweisung wird die Tacoma-Mischung von Fresh Grounds serviert, kein Kaffeeweißer. Ah, gut zu wissen. 10.12 Uhr, was passiert ist? Ich rief das Sicherheitspersonal und das Hauspersonal und den verschütteten Kaffee wegzuwischen, wobei der eher geworfen wurde. Mir war klar, dass der indomalaysische Konzern Kaffeebohnen anbaut und dass das Beschaffungsteam von Fresh Grounds wiederholt und mit Gewalt versucht hat, ihre Felder einzunehmen. Ich glaube, Kommandant Dying hat Agnew ein paar Haare ausgerissen. Wer plant diese Termine? Ich werde die Verkaufsabteilung informieren. Sowas darf nicht noch einmal passieren. Okay, da haben sie also zwei direkte Feinde zum selben Termin eingeladen. Ups. Soll das hier so? Okay. So, wir gehen erstmal vorne an das Terminal. Aktivieren. Hoffentlich machen wir damit jetzt keinen Fehler. Willkommen bei Faro Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Achso. Mit mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Faro globaler Marktführer in jedem Bereich.